Die Welt verdunkelt sich, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Euer Crypticon begrüßt euch zum nächsten Part The Legend of Zelda The Wind Waker. Und als wäre es ein Segen, das Licht kommt wieder. Ist es nicht schön? Ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Part The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir werden uns heute auf einen besonderen Weg machen. Wir werden zum Turm der Götter zurückkehren. Ich hatte ja in einem der letzten Parts davon gesprochen, dass es vielleicht der Fall ist, dass auch mit den Anmerkungen, dass vielleicht mein Kumpel Gerigo mit dabei ist, dass ich noch ein bisschen mehr Prozente sammeln möchte. Aber ich glaube, ich möchte jetzt in Richtung des Action-Finales des Spiels gehen. Das zieht mich gerade irgendwie mehr hin. Und die Anmerkung vorne, ich werde heute ein bisschen leiser reden. Es ist nämlich sehr spät am Abend. Ich komme gerade von einer Geburtstagsfeier. Und ich hatte total Lust, noch Wind Waker aufzunehmen. Dementsprechend tun wir das jetzt. Wir werden jetzt zum Turm der Götter fliegen. Der ist direkt über uns, deswegen müssen wir uns gar nicht warpen. Hier befindet er sich. Das ist kein Problem. Wir werden einfach in diese Richtung reisen und gucken, was uns da erwartet. Wir haben das Triforce completed. Und ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall Richtung Finale machen und das Finale von The Legend of Zelda The Wind Waker ist ein cooles Finale. Ich habe es privat schon gespielt, also es ist nicht blind, was ich hier tue, es ist aber schon lange her, dass ich das gemacht habe. Und ich bin froh, dass wir das zusammen erleben können. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt diesen Let's Play Part entspannt genießen. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen niedriger als sonst, aber ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Denn es, wie viel Uhr haben wir gerade, um es mal genau zu sagen, wir haben 1.01 Uhr. Und ich wohne in einer Wohngemeinschaft, das heißt, es ist auch nur fair, ein bisschen leise zu sein. Und jetzt kommt eine Zwischensequenz. So, denn Robin, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Ich tue es. Da ist es. Oh mein Gott, es tut sich auf. Oh, was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir! Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast, dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen! Oh mein Gott, ist das episch. Robin, Held des Windes. Geh. Geh nach Hyrule. Geh zu Zelda. Oh mein Gott, Leute. Es ist soweit. Link hat sich als der Held offenbart. Es ist spannend, dass das jetzt geschieht. Und wir sind an einem sehr, sehr spannenden Ort. Wow. Hier waren wir ja schon mal. Und ich finde das ja total spannend, weil man sieht, die Wasseroberfläche hier ist Hyrule. So könnte es aussehen. Es gibt spannende Map-Entwürfe von kreativen Köpfen auf YouTube, die es geschafft haben, dass die Legend of Zelda Wind Waker-Karte ohne Wasser dasteht. Was ziemlich cool aussieht. Aber das ist jetzt nicht Thema. Hier sind wir wieder in der Zitadelle der Zeit. Epischen Ort. Hier waren wir schon bereits. Haben gekämpft. Wobei, ist es die Zitadelle der Zeit oder? Doch, das ist die Zitadelle der Zeit. Guckt euch diesen Raum an, der ist so episch. Ich finde, es ist ja auch so geil gemacht, diese HD-Version. Da ist übrigens diese Königs... Das müsste ich mir mal anschauen, ey. Da sieht man echt mal so ein bisschen Lore. Die Königsfamilie, das ist der König. Und hier sieht man Zelda. Ah ja, guck mal. Spannende Charaktere, ja. Könnte man jetzt zuordnen. Der links unten sieht so ein bisschen aus
wie, boah, das ist jetzt sehr, sehr tief, aber in The Legend of Zelda Twilight Princess gibt es in Hyrule-Stadt ein Lazarett, also ein Krankenhaus, und da ist so ein Arzt und der sieht dem sehr, sehr ähnlich. Der Typ verliert in Twilight Princess die Holzstadt. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Woran liegt das? Warum können wir nicht durch? Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen woanders umgucken. Ihr müsst ja wissen, ich habe das Spiel ja... Der April ist jetzt sehr alt. Ich habe das Spiel ja, das Let's Play, weitergeführt. Da sind einige Jahre zwischen. Und in den Jahren habe ich auch echt nicht viel Zelda gespielt. Die Grundsachen bleiben Muscle Memory technisch drin. Aber so ein paar Sachen, die muss ich mir wieder neu antrainieren. Und das sind halt so Wissen über solche Sachen. Warum ist da jetzt ein Blitz vor, Alter? Das verstehe ich ja gar nicht. Das muss ich jetzt nochmal herausfinden. Wahrscheinlich sagt ihr mir gerade als Zuschauer, Robin, was tust du? Aber naja, so bin ich nun mal, Freunde. Es ist halt alles ein bisschen kniffliger, wenn man das Spiel nicht kennt. Aber das ist auch okay. Also wenn man es lange nicht mehr gespielt hat. Wie gesagt, es ist ja nicht blind. Aber hier ist kein anderer. Hier ist kein anderer Weg. Das ist der einzige Weg. Wie kommen wir denn da durch? Haben wir irgendwie was? Müssen wir das Triforce präsentieren? Wir haben doch das Triforce des Mutes, Alter. Wir sind doch der King. Hier. Heiliges goldenes Dreieck. Das aus alle vier Himmelsrichtungen verstreuten Splittern wieder zusammengefügt wurde. Junge, das ist ein seltsam gebildeter Satz, aber er stimmt. Muss man mal dazu sagen. Ich glaube, wir müssen nochmal raus hier. Weil da kommen wir irgendwie nicht lang. Wo ist denn unser Leuenkönig? Sag nochmal was dazu, bitte. Ich bin besorgt um Zelda. Eile schnellst ins Schloss und sieh nach ihren Befinden. Ja, das würde ich gerne machen, aber ich komme da nicht durch. Und das ist der einzige Weg. Ich probiere es nochmal und wenn ich es dann nicht schaffe, werde ich den Stuff mal schneiden, Freunde. Da müsst ihr den ganzen Bums ja nicht mit angucken, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da... Ach, geht's hier noch runter? Oh, warte mal. Ah, vielleicht muss ich gar nichts schneiden. Hier geht's auch noch rein. Oh mein Gott. Scheiß drauf. Da steht sie. Ist es das? Oh mein Gott. Sie ist nicht da. Es war halt ein Trug. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an jedenfalls in meine Obhut. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Oh, Ganondorf. Versuchst du mich gerade umzubringen? Ich werde dir sagen, das wird dir nicht gelingen. Mein Name ist Link, ich bin Held der Zeit. Zack! Zumindest war ich das in einer anderen Dimension. Hier bin ich Held des Windes. Um es mal so auszudrücken. Packer! Zack! Zack! Ah. Komm schon! Ja! Yeah. Zeig mir, was du drauf hast, Alter! Kurze! Alter, die machen ganz schön Damage. Ich hau euch kaputt, Alter. Patz, Alter. Rüstung ist niederträchtig. Bam, Junge, du bist tot. Du meinst, ihr findet meine letzte Ruhestätte, Alter. Patz, Junge. Kurz. Ah. Ganondorf, das ist alles. Meinst du, damit hältst du mich auf? Uns hält keiner auf, Freunde. Wir haben einen Auftrag und das ist es, Zelda zu retten. Und den Namen Held des Windes alles Ehre zu machen. Alle Ehre zu machen.
Haus hier. Die Barriere. Sie ist weg. Okay, nun können wir hier durch. Gut, dann weiß ich nun, was Sache ist. Oh mein Gott, hier sind wir. Hier sind wir. Auf dem Field Hyrule. Und jetzt haben wir hier eine Barriere. Ja, durch diese Barriere kommen wir nicht durch. Es ist spannend. Hier sind, ist eine der... Ja, diese Barrier hier, die ist eine der... der heftigsten Speedrun-Geschichte der Gaming-Branche. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Typ für Speedrun. Also ich habe das noch nie gefühlt und ich glaube, ich werde es auch nie ganz fühlen. Aber ich weiß nur, dass man bei diesem Spiel diese Barriere schon sehr, sehr früh kommt. Und man kann nicht das hier machen. Gewurz. Weil man nicht das Master-Schwert hat, wie ich es jetzt habe. Und deswegen kommen die Leute hier vorher nicht durch. Aber es gibt einen Speedrun-Skip, wie man diese Barrier vorher skippen kann. Und dann kann man, wie wir es gerade tun, in Richtung Finale laufen. Ja, Freunde. Ich glaube, euch ist es nicht bewusst. Aber wir befinden uns wahrscheinlich in einem der letzten Parts oder vielleicht im letzten Part von The Legend of Zelda, The Wind Waker. Was? Komm her. Es wird auch Zeit, dass es beendet wird. Es gab viele Versuche, viele Ideen, die 100% zu füllen, aber nein. Irgendwann wird Ganondorf zu mächtig. Und das Let's Play zu alt. Wenn man überlegt, dass es jetzt schon über 7 Jahre oder wie auch immer am Laufen ist, wird es mal Zeit, dass nach 7 Jahren der Mann besiegt wird, oder? Was sagt ihr dazu? Im Endeffekt ist das lange überfällig. Genauso überfällig wie dein dicker Hintern, Alter. Was ist los mit dir, Alter? Quatsch, Junge. Tschüss. Und was? Was? Gib mir eine Lanze, Alter. Oh, hallo. Dass ihr mir hier nochmal gegenübersteht. Wer glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Quatsch. Schwächling. Dum, dum. Bam, bam. Schaut euch das an. Wir kommen dem Finale immer näher. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht in diesem Part passiert, aber in einem der nächsten. Quarz. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich bin dem ganz ehrlich gegenübergestellt, dass ich glaube, dass dieser Part vielleicht der vorletzte sein wird. Ich habe dieses Spiel dafür lange nicht mehr gespielt, aber wir kommen dem Finale immer näher. Gerade die epischen letzten Gegner, die uns hier gegenüberstehen. Und die Wege, die wir uns hier bahnen. Über kaputte Brücken. Die mit Sicherheit mal sehr, sehr ganz waren. Wenn man mal überdenkt, dass wir uns ja tatsächlich im Königreich Hyrule befinden. Also das ist ja hier nicht irgendein Ort. Das ist eigentlich der Ort. Die Great Sea ist geflutet. War nicht immer so mit diesem großen Meer. Hier stand mal ein Königreich unter den Gewässern. Da sind wir, Freunde. Im Turm des Ganondorf. Es klingt schon so, als würde er das Klavier spielen. Und vielleicht tut er es auch. Aber ich glaube, bis wir das herausfinden, stellt er uns noch einige Gefahren in den Weg. Wir befinden uns in Ganons Kastell. Im letzten Dungeon von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich freue mich, mit euch zusammen hier zu sein. Aber es ist gleichzeitig auch eine unheimliche Atmosphäre. Die Lava ist so warm, dass es so stickig ist, hier lang zu laufen. Und die 4 seltsamen Türen zeigen uns schon Wege an Orte, wo ich gar nicht vermag, hineinzugehen. Wir müssen es aber tun. Das hier wird der erste sein. Was verbirgt sich dahinter?
Um ehrlich zu sein, ich erahne es ja schon, da es nicht blind ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher und zudem ist das Ganze schon von Herausforderungen geprägt. Es wird der vorletzte Part sein, meine lieben Freunde, denn wir werden mit diesen Türen jetzt zurückgeworfen in alte Geschehnisse. Alte Dungeons, die wir bearbeitet haben, werden hier auf eine Art und Weise wiederbelebt, wie wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Wie ihr jetzt seht, befinden wir uns hier in einer Art Kopie des... in einer Kopie des, Waldschreins, wo die Gegner auch genauso fies sind wie damals. Ich weiß nicht, er heißt nicht Waldschrein, er ist dieser auf Tantopia, das Zeug. Und ist eigentlich schon ziemlich cool, dass wir hier nochmal auf alle Fähigkeiten, die wir gelernt haben, getestet werden. Und für mich ist es sowieso spannend, weil ich jetzt auch gerade wieder merke, wie eingerostet ich bin, wirklich bin. Also wie viel von den Dingen habe ich mir gemerkt. Aber ich glaube, das klappt ganz gut. Und zack. Uiuiuiui. Okay. Oh, habt ihr es gehört? Da war kurz ein Soundglitch. Ich glaube, das habt ihr auch gehört. Ich dachte kurz, die Aufnahme wäre abgebrochen, aber nein, das ist nicht der Fall. Die Aufnahme läuft noch ganz gut. Aber wir sind auch schon bei... wir sind auch schon bei 17 Minuten. So schnell geht das. Mein Gott, wenn ich hier mit Abenteuern euch erlebe, geht das echt schnell. Spannend. Ja, ich habe im letzten Part gesagt, dass ich ja nochmal drüber nachgedacht habe, Grigo einzuladen, aber das war mir alles dann doch zu weird, weil ich zu unregelmäßig aufnehme und ich auch nicht weiß, wo die ganzen letzten Herzteile sind. Ich muss auch zudem mal gucken, vielleicht eignet sich das besser für ein anderes Projekt. Aber who knows? Vielleicht seht ihr mich im nächsten Part auch nochmal außerhalb Ganons Kastells, weil mein schlechtes Gewissen mich gepackt hat und mir sagte, ich solle alle Herzteile einsammeln. Aber ich glaube nicht. Ich habe diesen Part auch viel zu unepisch begonnen. Also wenn ihr wüsstet, dass das der letzte Part ist, dann beginnt Crypticon den Part doch nicht mit, ey Leute, ich muss heute ein bisschen leiser sein. Nein, nein. Aber wir begeben uns jetzt ins erste Gebiet des Kampfes. Und ihr fühlt euch zurück verworfen, denn es ist... ja, wie ein Boss damals aus dem Tagebuch. Ist ja lustig. Wir haben übrigens... haben wir Items? Ja, lol, aber die wurden uns irgendwie weggenommen. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Items man hier braucht. Jetzt kommt dieses Ding, ne? Genau. Man braucht das hier, glaube ich. Bam! Oh mein Gott, oh mein, was ist das denn jetzt hier? Der Treibsand ist so widerlich, ne? Hallo. Uiui. Hilfe, Maria. Hallo, nicht ihr. Falsch. Oh mein Gott, wie gemein. Das war unfair, weil der die ganze Zeit die falschen Gegner anvisiert. Mann, du sollst dich schrecken, du Trottel gehen, du. Wie siehst du das Falsche an? Unfair. Das ist richtig unfair. Ah, Junge. Guck, wie er mir im Weg ist. Oh mein Gott, Digga, es ist so arschig. Ja, okay, dieses Anvisiersystem ist echt schon arschig. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel Leben ich gerade verliere. Ja, aber vielleicht muss ich jetzt einfach mal ein bisschen klug sein. Und dementsprechend... oh mein Gott. Diese Viecher erstmal umlegen. Aber ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass das gar nicht mal so einfach ist. Weil, wie es gerade aussieht, spawnt er immer wieder neue. So, Tod Nummer 1.
Okay, jetzt baut er mal neue. Das nützt nichts. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Oh, Junge. Gebiete geschissen. Egal. Es wird schon. Ich muss eh nur dreimal machen. Oh, Junge, aber wenn ich es immer so scheiße, was soll ich denn da machen? Okay, ich glaube, ist anvisieren nützt nichts. Ich muss es blind machen. Nicht Game Over gehen. Bloß nicht Game Over gehen. Ey, ich hab Feen. Ich glaube, davon nutze ich jetzt mal eine. Tut mir leid für das Gefail, ist mir aber auch relativ Wumpe. Weil ich kann es nicht anders machen. Junge! Wie hart soll ich denn noch zielen, Mann? Geh scheißen, du Arschgesicht, Alter. Ich kack dir ins Gesicht, Alter. Und scheiß, dass du nicht mehr glücklich wirst in deinem Kackleben. Hier, zack, 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 Junge. Kann ich einfach doch anvisieren, wenn ich direkt vor seiner Fresse stehe, Mann. Mach ich jetzt auch gleich nochmal. Das ist, glaube ich, die Kunst. Ehrlich gesagt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Jetzt fliegt das Ding! Oh, Jesus Maria. Jesus Maria. Jesus, Jesus, Jesus. Oh nein, 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 nein. Das zieht immer zwei Herzen ab. Ich muss da chillen, wo der auftaucht. Wenn er schon aufgetaucht ist, ist es zu spät. Ich hab's doch anvisiert. Seine ganzen kleinen Viecher gehen mir auch echt auf die Eier. Du Arsch, Bastard, Pimmel, Arsch und Zwirn. Junge, was soll ich denn machen? Das ist eine Frechheit, ist das. Und scheiß, diese ganze Anwesenkacke und vor allem die leben immer wieder neu. Ja, freu dich, das... Schon wieder, der visiert immer das Falsche an. Verpiss dich jetzt. Und schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Okay, doch nicht. Boah, ich raste gleich aus, ne? Link, kannst du bitte das Richtige anvisieren? Ey! Oh Mann! Ihr habt gerade echt Ausraste, Alter. Ihr euch freut das. Und ich leide hier vorm Schlafen gehen. Guck, er visiert einfach. Die Steuerung ist für den Arsch. Geh die Anzeigen, ehrlich. Ich zeig Nintendo an. Ich sag euch ganz ehrlich, wer Wii U spiele, ey, es ist doch so von Hu. Ich sag's einfach nicht. Ich habe gleich alle Feen aufgebraucht. Ich muss gleich eh wieder neue holen. Der Punkt ist jetzt, dass es jetzt alles, was ich hier gerade tue, ist nichtig. Weil sobald ich das Ding anvisiere, Platz. Oh mein Gott, Alter. Ist es tot oder immer noch nicht? Immer noch nicht, ne? Oh, oder muss ich die kleinen Dinger auch erst umbringen? Scheint so. Oh ne, es lebt doch noch. Jesus Christus. Wie lange lebt das denn? Ich dachte, man muss es nur dreimal treffen. Oh, Gottes Willen. Jesus, Hilfe. Oh mein Gott. Oh, ich muss auch sagen, die Steuerung ist echt nicht so geil, wie ich dachte. Also, was heißt, wie ich dachte, aber die ist halt einfach echt... Schwierig, endlich, Junge, besiegt. Nummer 1. Abgehakt. Damit auch der Part. Da sieht man ein erstes Muster. So, Freunde. Mit diesem ersten Muster verabschiede ich mich. Wir sind auch ordentlich zugelegt. Alter Schwede, wir haben so viele Leben verloren. Wie viele Feen? 2 Stück. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Absacker machen, woanders hin. Das wird nicht hier in einem durchgerannt. Ich bin auch nochmal am gucken, ob wir vielleicht nicht noch ein paar Herzteile sammeln. Ich muss mich aber vorher informieren, wo man die kriegt. Weil ich das jetzt nicht auf blind machen kann. Das wird zu viele Parts für euch füllen. Vielleicht
hole ich mir da jemanden einen Let's Play-Part. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird das Let's Play nächstes Mal beendet. Wir müssen mal schauen, aber wir haben jetzt 1:30 und ich glaube, es wird Zeit für mich jetzt auch mal schlafen zu gehen, weil sonst ist mein Schlafrhythmus nicht gut und langsam werde ich müde und ich möchte auch niemanden wecken. Ich hoffe, das versteht ihr. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei The Legend of Zelda Wind Waker. Das Finale kommt immer näher. Ich glaube, es werden keine 5 oder 10 Parts mehr sein. Dann stehen wir Ganondorf gegenüber mit diesem Schwert und werden ihn vernichten. Mit euch. Bis dahin, haut rein. Ciao.